Ein neuer Tag hat begonnen. Ich war schon ganz am frühen Morgen draußen und habe mich vorbereitet auf die Suche nach dem Autor des Buches. Tante, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt gleich runter und vielen Dank nochmal für die Reitersachen. Ja, ich habe mir gedacht, für längere Strecken sind die besser. Bist du früher auch mal geritten? Ich meine ja nur, wo hast du die denn her? Nein, die habe ich von deiner Oma. Ach, Mann, das ihre von früher noch. Ja, ganz genau. Ja, meine Oma hat wirklich Geschmack. Die ganzen Stiefel und das passt super zusammen. Vielen Dank nochmal. Ich gehe jetzt runter. Ja, Jenny, und pass nochmal gut auf dich auf. Keine Sorge, das mache ich. Und dann habe ich mich auf den Weg zum Stall gemacht. Ich bin sogar runtergesprintet, weil ich keine Zeit verlieren wollte. Natalie, guten Morgen. Oh, hallo, guten Morgen, Jenny. Und, hast du schön geschlafen? Ja, alles bestens. Ich werde jetzt mal mit dem Pferd wieder losreiten. Oh, Jenny, ich hab's dir noch nicht gesagt. Sie haben den Besitzer wieder gefunden des Pferdes. Oh, wirklich? Das ist ja klasse. Ja, er hat sich wirklich gefreut. Und mit welchem Pferd werde ich dann losreiten? Mach dir keine Sorgen, wir haben dir schon einen Ersatz gegeben. Echt jetzt? Was ist das für eine Pferderasse? Wie schaut es denn aus? Ein Mustang, ein Schäcke. Wow, das sind doch ziemlich wilde Tiere, oder? Mach dir keine Sorgen, dieser ist wirklich zahm. Er ist zwar auch nicht schläfrig, aber er wird dir schon gefallen. Keine Sorge, ich kenne ihn. Cool, vielen lieben Dank. Er wartet auf dich in der Box. Er ist auch schon fertig gesattelt. Du brauchst nur noch aufsteigen. Danke, Natalie. Das ist wirklich lieb von dir. Also, tschüss. Bis dann, Jenny. Wow. Oh, bist du ein Hübscher. Deine Reitersachen sind ja 1A. Und eine Medaille hast du auch. So, mein Lieber, ich setze mich jetzt mal auf dich drauf. So. Okay. Damit wir uns anfreunden können, wollte ich nur mal kurz sagen, mein Name ist Jenny. Und, oh, wie heißt du eigentlich? Komm, fragen wir mal Natalie. Hey Natalie, nur kurz nochmal. Ich wollte sagen, er lässt sich super reiten bis jetzt. Ja, dachte ich's mir schon. Was, hast du noch eine Frage? Wie heißt er denn eigentlich? Er heißt Wild River. Wilder Fluss, das ist ein schöner Name. Vielen Dank, wir gehen jetzt mal. Okay, tschüss Jenny. Tschüss Wild River. Bis dann. So Wild River, wir werden jetzt zum Sumpf reiten. Ist das in Ordnung für dich? Okay, komm. Terap. Braver Junge. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht zum Sumpf. Wuhu! Wow, Wild River, du bist ja richtig schnell. Noch schneller als Gold Mystery. Wow, das muss schon was sein. So, oh. Brav. Okay, mal schauen. Sie hat mir zwar nicht den genauen Standort verraten, aber wir werden ihn schon finden. Gut, wir suchen nach einem älteren Herrn. Ich weiß zwar auch nicht, wie er ausschaut, aber das werden wir schon hinkriegen. Richtig, mein Lieber? Und so machte ich mich auf die Suche. Vielleicht ist er ja hier. Komm. Super gesprungen. Fein hast du das gemacht. Und gleich nochmal. Ja, klasse. Noch ein Schild? Noch mehr Wege? Oh, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Gehen wir mal wieder mehr in den Sumpf rein. Oh. Brrr. Oh. Sieh nur, da hinten ist eine Kutsche. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Niemand. Kein Kutscher? Kein Mensch? Rein gar nichts. Seltsam. Gehen wir mal weiter. Aber wenn hier schon eine Kutsche ist, dann muss doch der Autor auch nicht weit weg sein, oder? Ist ganz schön neblig hier. Aber es geht noch. Wohin denn nun? Oh, Achtung, hier ist eine Mauer. Komm, das schaffen wir. Komm. Ja, super. Wo? Na, guck mal an. Ja, guck mal an. Wer ist denn da?
Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gerade störe, aber... Oh, sieh mal eine an, Alberta. Wer besucht uns denn hier? Wer ist Alberta? Das ist meine Spinne da unten. Oh mein Gott! Wow! Ho, 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 ho! Das ist eine Spinne? Die habe ich selber noch gar nicht gesehen. Oh, die schaut aber ganz schön gefährlich aus. Gehen wir mal weiter hinter. Ich komm gleich wieder. Bleib mal hier, nicht, dass er noch mehr Überraschungen auf Lager hat. So, in der Zwischenzeit kannst du hier etwas grasen. Ich komm gleich wieder. Hey, ich wollte mal fragen, sind Sie nicht zufällig der Autor des Buches Die Legende der Pferden? Die Legende der was? Oh, das war... Sie sind also nicht... Kleiner Scherz. Natürlich, das Buch kenne ich in- und auswendig. Ich habe es ja auch geschrieben. Nein, wirklich? Super, ich habe da nämlich so ein paar Fragen. Was denn? Naja, also Sie kennen das ja in- und auswendig. Sie kennen doch auch diesen Ort, oder? Ach, den Ort, den mit den Steinpferden und dem Nebel und ja und so weiter und den mysteriösen Sachen. Ja, genau den Ort. Da war ich noch nie. Bitte? Kleiner Scherz, da war ich selber mal. Ja, das waren Zeiten, alte Zeiten, würde ich sagen. Warum gucken Sie eigentlich die ganze Zeit die Spinne an, während ich mit Ihnen rede? Ach so, ja, ich muss auf Alberta, meine Spinne, aufpassen, nicht, dass sie wieder wegläuft. Ist dich zu verstehen, oder? Ja, natürlich. Ich rede dann mal weiter. Nur zu, mach ruhig. Also ich bin ja jetzt schon ziemlich lange geritten hierher und ich würde schon ein paar Informationen gerne wissen wollen, wenn sie es nicht stört. Kein Problem. Schieß los. Okay, ich muss sagen, ich habe den Ort tatsächlich selber gefunden. Meine Großmutter auch zuvor. Wir beide waren Reiterin. Ich bin natürlich auch immer noch Reiterin, aber wie sie versteht, bin ich den Weg dann natürlich dahin gefolgt. Und ja, ich habe mein Pferd da vorne abgestellt. Du hast was? Du hast dein Pferd da vorne abgestellt? Ja. Das ist natürlich nicht so toll, muss ich sagen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mein Pferd war da nämlich nicht mehr da. Ja. John, das ist nicht so toll. Ist mir aufgefallen. Können Sie mir sagen, wo mein Pferd ist? Meiner Großmutter ist dasselbe passiert. Ihr Pferd war jahrelang verschwunden. Es ist immer noch, bis heute. Es ist auch schon eine Weile her. Das Buch habe ich schon vor Jahren geschrieben. Ich muss mich kurz entsinnen. Alles klar, ich warte mal. Sekunde noch. Eine Minute, ohne Minute. Okay. Hüscht. Sekunde, ich hab's gleich. Okay. Und wie lange ungefähr noch? Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, ja. Ich verstehe schon. Es kann ein bisschen dauern, oder? Ich hab's. Echt jetzt? Ja. Ich erinnere mich. Ich war auch noch, als ich jung war, dort. Auf diesem Ort. Also, in diesem Ort. Wie sich versteht. Ja? Als ich jung war, liebe... Wie heißt denn du eigentlich? Ich heiße Jenny, entschuldigen Sie bitte. Und wie heißen Sie? Das müsstest du doch wissen. Ach so, ja, richtig. Mr. Johnson. Genau. Ich würde dann mal loslegen mit der Story. Sicher, legen Sie los. Gut, also Jenny, ich war schon auch dort, wie gesagt. Ich muss sagen, ich habe mein Pferd auch verloren. Bitte? Sie haben Ihr Pferd verloren und Sie haben es aber hoffentlich gefunden, oder? Es ist mir selber noch ein Rätsel, wie mein Pferd verschwunden ist. Drum steht auch keine Auflösung im Buch, logischerweise. Nein, oder? Nicht mal der Autor weiß, wo die Pferde verschwunden sind. Ach nein. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Ich habe schon so ein paar Theorien die letzten Jahre gesammelt. Tatsache? Theorien, die einem helfen könnten? Ja, so einige brauchbare Sachen halt. Gut, dann zeig sie mir. Sie stehen im Buch. Du kannst ja mal reinschauen. Klar. Ah, okay. Mal schauen. Okay. Alles klar. Da stehen ja nur Zeichen und Buchstaben drin.
Ja, das hat ein Buch an sich. Nein, ich meine, da stehen nur Zahlen, kreuz und quer, also nichts, was jetzt zusammengehört oder so. Ups, sorry, ich habe das in Professorsprache aufgeschrieben. Gut, ich kann es dir aber auch so sagen. Meine Theorie lautet, keine Ahnung. Was? War doch nur ein Scherz. Ach, ihr jungen Leute, ihr glaubt ja auch meistens immer alles, oder? Okay, fangen wir an. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nicht alles herausgefunden. Es ist immer noch ein Rätsel. Ein langes Rätsel, das wir beide herausfinden müssen. Also nur, wenn du willst. Ja, natürlich, wir können unsere drei Pferde wiederfinden. Das ist doch klasse, das lohnt sich. Gut, Jenny. Dann verstehen wir uns ja. Also, ich werde dir das jetzt mal kurz sagen. Diese seltsamen Zeichen, die ich in dem Buch hatte, habe ich auf den Pferdestatuen gefunden. Wirklich? Ich habe mich damals nicht so gut umgeschaut. Doch, die sind da drauf gestanden. Ich habe alles durchsucht. Mein Pferd stand mir auch sehr nahe. Wir beide waren beste Freunde. Und deshalb habe ich alles gesucht. Nur, wie sie versteht, bin ich jetzt etwas älter geworden. Und ja, ich mache jetzt hier die Forschungen in meinem Sumpf. Haben Sie es aufgegeben? Nein, aber ich habe erhofft, dass mir irgendjemand helfen würde. Ja, warum haben Sie damals keinen gefragt? Mir hat keiner geglaubt. Sie haben zwar das Buch gelesen, aber mir hat keiner geglaubt. Einfach nein. Oh, dann ist es ja gut, dass wir uns getroffen haben, oder? Klasse, einfach nur super. Also ich sag dir, wo lang und wohin. Und ja, Jenny, und du wirst das erledigen. Du bist jung, du kannst reiten. Ich kann zwar auch noch reiten, aber ich muss auf meine Basis ehrlich gesagt hier aufpassen. Ja, kein Problem, können wir machen. Super, dann kann ich jetzt sagen, wo es lang geht. Die Zeichen habe ich da entschlüsselt, die auf dem Pferdestatuen gestanden sind. Es waren Koordinaten, also du weißt, was ich meine. Ja, Nur, es war nicht wirklich direkt, es war in einem ziemlich großen Radius. Das Suchen würde auch sehr lange dauern. Jenny, du kannst das heute nicht alles schaffen. Wir müssen nach und nach unsere Fortschritte verstehen lernen. Ja, natürlich. Können wir anfangen? Die ersten Koordinaten weisen, dass es in Südhof einen sehr, sehr wichtigen Hinweis gibt, der uns viel näher an den Ort bringt, wo die Pferde sein könnten. Das ist doch klasse. Und wo genau in Südhof? Das ist es eben. Es muss in Südhof einen Ort geben, der auch mit einer sehr ähnlichen Energie herrscht, die der andere Ort hat im Buch. Ja, und dieser Ort hat solche Steine, die aufeinander gestapelt wurden und in einem Kreis aufgestellt sind. Toll, das ist ja mehr als genug Material, das ich wissen muss, um dorthin zu gehen. Ja, schon. Aber ich muss noch was sagen. Es müssen irgendwo wieder solche Zahlen und Buchstaben stehen. Irgendwo in diesem Steinkreis. Du musst genau suchen. Hast du das verstanden, Jenny? Kein Problem. Ich werde dann mal losreiten. Südhof befindet sich übrigens, nur weil du es, also falls du es wissen willst. Ja, das hätte ich gerne noch wissen wollen. Am Stall von New Hillcrest gibt es eine Brücke, die zu Südhof rüberführt. Cool, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Da werde ich hinreiten. Okay, Jenny, wenn du das geschafft hast, kommst du wieder zu mir und genau, merk dir die Zahlen oder schreib sie dir auf. Dann kannst du sie mir geben und morgen werden wir dann weitersuchen. Die Mission baut sich jeden Tag auf. Ja, natürlich ist es ja auch eine große Mission. Ja, genau. Super, Jenny. Echt cool, dass wir uns getroffen haben, yo. Ja, finde ich auch. Ich gehe dann mal wieder zu meinem Pferd. Wir sehen uns gleich, Professor. Ja, genau, Professor. Bis dann. Tschüss. So, Wild River, wir müssen jetzt noch etwas weiter laufen. Oder beziehungsweise reiten. Also komm. Das Gespräch mit dem Professor hat mich sehr viel weitergebracht. Wir arbeiten jetzt zusammen und machen immer wieder eine neue Mission. Die heutige Mission ist, nach Südhof zu reiten. Ich bin bereits auf dem Weg dorthin mit meinem Mustang Wild River. Komm! Wir haben es gleich geschafft. Wir sind bald beim Stall unten. Hier rüber. Na, sieh mal einer an.
Dort drüben ist die Brücke. Hey Jenny, bist du wieder da? Ich bin gleich auf dem Weg wieder woanders hin. Ach so, lass dich nicht aufhalten. Viel Spaß. Danke, bis dann. Tschüss. Wow, wenn ich mir das nur so vorstelle. Über diese Brücke zu dem Steinkreis führt mich wieder einen Schritt näher an Gold Mystery und Omas Pferd und dem Pferd des Professors. Also komm, wir sind doch ein Team, richtig? Also komm, das schaffen wir. Wir beide werden das schon finden. Eine ganz neue Insel. Ist das nicht spannend? Ich bin noch nicht mal weit geritten und ich habe ihn schon gefunden. Der Steinkreis. Lass uns schnell hinreiten. Wow, spürst du auch diese Energie, Wild River? Und jetzt beginnen wir mal zu suchen, okay? Wo kann es sein? Welcher Stein ist der richtige? Wo stehen die Zahlen und Buchstaben drauf? Ich habe jeden Stein genauestens untersucht und angeschaut. Nur ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich gesucht habe. Da habe ich doch noch nicht geschaut. Auch nicht. Oh, das ist schwieriger als ich dachte. Irgendein Zeichen, irgendwas habe ich doch noch übersehen. Das ist echt anstrengend. Okay, welcher Stein ist es jetzt? Irgendein Hinweis. Doch in dem Moment blieb mein Pferd an einer Wurzel stehen. Was hast du denn da? Eine Wurzel. Der Mustang brachte mich auf einen richtigen Gedanken. Aber natürlich, es muss doch nicht heißen, dass es der Stein ist, worauf die Zeichen stehen, sondern der Baum. Der Baum steht im Mittelpunkt und die Steine alle drumherum. Aber natürlich, dort müssen die Zeichen stehen, dort muss ich hin. Hier muss ich suchen. Ich ging einmal komplett um den Baum herum. Dort sind die Zahlen, dort sind sie. Die Zeichen. Ich habe sie mir sofort aufgeschrieben und gut eingeprägt. Das ist so toll. Ich habe sie tatsächlich heute noch gefunden. Ab zum Professor. Ich bin aufgestiegen und wieder in Richtung New Hillcrest geritten. Komm, wir haben es gleich geschafft. Wir sind schon bei der Brücke. Weiter so. Och nö, wie war denn jetzt nochmal der Weg zum Professor? Dann übernahm mein Mustang die Führung. Wo willst du hin? Gut, ich lass dich mal reiten. Los, zeig mir, wo es lang geht. Er wusste genau, wo er hin wollte. Und das war auch gut so, denn er brachte mich wieder zurück zum Professor. Wir sind richtig, da drüben ist die Kutsche. Wo ging es dann lang? Hier rüber, alles klar. Wow! Du hast mich wieder zurückgeführt. Ach, bist du ein tolles Pferd. Vielen lieben Dank dafür, Wild River. So, bleib hier. Ich gehe dann mal wieder hin. Na endlich, wurde ja auch mal Zeit, dass du gekommen bist. Was? Ach so, du bist schon da. Schön, Jenny. Ich habe gerade nur mit meiner Spinne geredet, die ist gerade irgendwie ein bisschen weggekrabbelt. Alles klar, okay. Ich wollte nur sagen, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Tatsache? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Ein kleiner Scherz, natürlich wusste ich das. Wie lauten denn die Zeichen und wo waren sie? Sie waren nicht auf den Steinen, sondern im Baum, also auf dem Baum gestanden, der in der Mitte stand. Oh ja, richtig, der alte Baum. Also, die Koordinaten kann ich Ihnen gerne geben. Ich habe sie hier auf dem Zettel stehen. Hier. Oh, das ist äußerst interessant. Äußerst interessant. Äußerst. Extrem. Wichtig. Oberhammer. Genial. Tatsächlich? Ja, Jenny, die Informationen sind so gut. Wenn ich sie entschlüsselt habe, sind wir schon ein ganzes Stück näher an der Antwort. Wow, das ist eine super Nachricht. Ja, allerdings.
Ah, im nördlichen Bereich. Wirklich? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Das Ganze kann ich dir heute nicht sagen, aber es wird in den kälteren Regionen sein. Oh, gut zu wissen. Mhm. Komm morgen nochmal bei mir vorbei, Jenny. Dann habe ich's entschlüsselt. Klasse, das werde ich machen. Vielen Dank, Professor. Wir sehen uns dann morgen. Ja, bis dann. Danke, Jenny, nochmal. Kein Problem. Also, ciao. Tschüss. So, Wild River, ich bin wieder da. Wir können auch wieder losreiten. Komm, komm, zurück. Diese Nachricht hat mir wieder Hoffnung geschenkt. Es war gut zu wissen, dass der Professor und ich ein Stück näher sind, um herauszufinden, wo die Pferde stecken. Na, ich bin ja mal gespannt, wo dieser Ort sein wird. Genauere Hinweise werden wir morgen erfahren. Schnell, mein Süßer, ich bring dich noch zurück in den Stall und morgen werden wir weiterreiten. So. Oh, brav. Das hast du wirklich super gemacht. Hier, ich gebe dir noch eine Belohnung. Das hast du dir verdient, eine süße Banane. So, die schmeckt dir. Stimmt's? Gut, bis morgen dann. Hast du ihn wieder reingebracht? Wie war der Tag? Einfach nur klasse. Wirklich, ich muss jetzt weiter. Meiner Tante Bescheid sagen. Also, ich muss wirklich jetzt los? Ja, kein Problem, ich mag dich nicht aufhalten. Bis morgen dann. Tschüss! Ich war schon so aufgeregt, meiner Tante davon zu erzählen, dass ich den Professor kennengelernt habe und wir zusammen an einem Projekt arbeiten. Einfach nur unglaublich. Alleine die Vorstellung. Tante! Tante! Jenny, so stürmisch? Alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Ich habe dir was zu erzählen. Wirklich? Ich habe den Professor gefunden. Und wir haben dann noch all... Ich habe meiner Tante davon erzählt. Sie war fasziniert davon und war ebenfalls ganz gespannt darauf, was wir morgen herausfinden werden. Wo es uns wohl hintreibt, das werden wir in dem nächsten Abenteuer sehen.